Wie gerne würden wir unsere Familie, Freunde und Kunden mal wieder richtig in den Arm nehmen, was momentan wohl nur auf der ISS-Raumfahrtstation geht und dort sogar völlig losgelöst und schwerelos. Im Newsletter 175 erzählen wir, wie uns Dr. Kasperl von der Augsburger Puppenkiste künstlerisch, aber frei von jeder Ironie, bei der Schulung für die Schnelltests geholfen hat. Nach wie vor dürfen Sie uns als Mischbetrieb des Handwerks nach Anmeldung gerne besuchen und wir dürfen Ihre Möbel und Küchen auch bei Ihnen montieren. Hallo, wir sind von den Möbelmachern. Aber auch unseren Kunden sind wir dankbar. Katrin hat zum Beispiel die Geschichte ihrer eigenen Küche vom Beginn in der Hersbrucker Kletterhalle bis zum gemeinsamen Fototermin höchst selbst im Video vertont. Das ist unsere Küchengeschichte und sie ist so echt wie mein Mann und unsere Kinder. Natascha stellt die Küche ihrer Eltern vor, in die wir ein Stück kolumbianische Heimat auf den Oberschrank drücken. Kunden aus Oldenburg und Miami schickten neue Fotos und im Moment gehen unsere Küchen nach Hersbruck, Portugal und Schleswig-Holstein. Für Sie und weil uns viele Mitarbeiter darum baten, haben wir das Kräuter- und Salatgewächshaus Plant Cube von Agrilution bei Miele im Dauertest. Mit dem Indoor Vertical Farming Gerät gelingt sogar mir die Aufzucht ausgesprochen köstlicher Pflanzen, was wir in einigen Videos und im Blogartikel sehr ausführlich darstellen. Genauso köstlich wurde unsere zweite dokumentierte Reh-Weideschwein-Bratwurst nach dem französischen Merguez-Rezept. Wir haben sie aus den Resten unserer Fleischlieferungen mit der Ankasrum-Küchenmaschine kreiert und sie, ob ihrer Einzigartigkeit, unter Krumbacher genannt. Unser Tiertrainer hat seine Designwürmer auf einen schon 10 Jahre alten Stapel aus besonders dicken Buchen angesetzt, aus denen wir normalerweise die Mittelbalken unserer Betten schneiden. Aber bei so viel animalischem Design im Holz könnten wir uns neben der schon verleimten 6 cm dicken Tischplatte auch witzige Kleinmöbel daraus vorstellen. Man könnte die Löcher auch mit farbigem Epoxy füllen. Oder haben Sie andere Ideen für uns? Meine Ideen zur Gestaltung unseres neuen Anhängers konnten sich leider nicht durchsetzen. Dafür finden Sie im Newsletter auch noch ein paar Sonderangebote unserer Kunden. Besuchen Sie uns in Untergrumbach zum Probieren von Kräutern, dann können Sie auch gleich unsere ganz neue Leuchte Jano von Oligo in echt anschauen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Mai. Bis bald.